Der Markt Mainleus. 42 Gemeindeteile ziehen seit 1978 an einem Strang. Von A wie Appenberg bis Z wie Ziegelhütte. Die dörflichen Strukturen haben sich in den einzelnen Ortsteilen bis heute erhalten. Das wurde vergangenen Donnerstag in der Mainleuser Sommerhalle deutlich. Die Bayerische Rundschau hat geladen, zu BR unterwegs. Einige der über 80 Vereine im Marktgebiet nutzen die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Im Zentrum steht dabei die Nachwuchswerbung. Die einen versuchen es mit motivierenden Worten, andere mit einer kleinen Kostprobe, wie der Musikverein Mainleus. Oder der Gesangverein Wilmersreuth. In den Bergen, in luftigen Höhen, ist der König des Himmels zu sehen. Wiederum andere werben mit viel Lärm und Gestank für ihr Hobby. Dazu zählt ganz ohne Zweifel das Dandorfer Unikat Udo Fick, Modellbauer aus Leidenschaft. Weitere Themen des Abends: der Schulstandort Mainleus mit der Grund- und Mittelschule und der Jugendhilfe Fassholzhof, die Fortschritte am Neubau des Jugendhauses Weihermühle und die Sorgen und Nöte der Gewerbetreibenden. Verdeutlicht am Beispiel der Färberei Matthias Geier aus Schwarzach. Textilindustrie im Umbruch. Insgesamt ein ruhiger Abend. Zufrieden ist der Bürgermeister aber nicht. Zu wenig der rund 6.520 Einwohner des Marktes Mainleus haben den Weg in die Sommerhalle gefunden. Viele Ortsteile sind nur schwach oder auch gar nicht vertreten. Mainleus hat 14 selbstständige Gemeinden, die aber in sich noch ihr eigenes Umfeld haben, die ihre eigene Kirche haben, die auch ihren eigenen Fasching noch haben, die auch das eine oder andere Vereinsgeschehen haben. Uns als Bürgermeister bleibt natürlich und den Gemeinderat, die Bürger zusammenzuführen. Aber solange das Leben in der Gesamtgemeinde da ist, warum sollen wir dann groß was ändern? Es ist halt immer ganz einfach so, mit Gewalt können wir nichts machen. Die Vielfalt des Marktes Mainleus. Auch die Bayerische Rundschau hatte bei den Vorbereitungen zur vorerst letzten Auflage von BR unterwegs ihre liebe Not, alle Interessenvertreter unter einen Hut zu bringen. Wir haben natürlich versucht, alle Ortsteile auch mit einzubinden. Also wir hatten Gesangverein Wilmersreuth und den SV Motschenbach, genauso wie den TSC Mainleus und die Feuerwehren. Also da versucht man schon ein bisschen auf die Flächen zu gehen. Wobei man sagen muss, bei Mainleus war das nicht einfach, weil die Menge natürlich sehr riesig ist. Einen ausführlichen Bericht über die Veranstaltung in Mainleus lesen Sie in der Samstagsausgabe der Bayerischen Rundschau.